gute Frage. Also ich glaube erstmal, grundsätzlich muss man als Kfz-Versicherer sich ja die Frage stellen, gehe ich mit dem OEM oder gehe ich nicht mit dem OEM? Also als HDI ist es in der Tat so, dass wir mit den OEMs relativ eng zusammenarbeiten, mit den einen mehr, mit den anderen weniger. Das ist das eine Thema. Also die Frage, die ich bei den OEMs immer feststelle, ist, dass sie sitzen auf einem Haufen von Daten im Auto. Und wir übrigens sitzen auch auf einem Haufen von Daten und wissen eigentlich alle gar nicht so genau, was machen wir jetzt eigentlich damit. So, ich meine, die OEMs, die ich im Detail kenne, die reden schon sehr, sehr lange darüber, Ökosysteme aufzubauen. Einen großen Wettbewerber aus Stuttgart, der hat einen Mercedes Mi, dann haben wir da einen Telematik-Score reingebaut, jetzt für Privatkunden sehr, sehr stark aus der Privatkunden-Ecke, aber es hebt irgendwie alles nicht so ab. So, das ist das eine. Das andere Thema mit den Daten, ich habe auch Telefonkonferenzen in meiner Rolle als GDV, Mitglied im Ausschuss Kfz-GDV, auch mit einem großen OEM gehabt, dann habe ich erstmal eine Viertelstunde lang vorgelesen bekommen, was aus Compliance-Gründen gemacht werden darf in diesem Call und was nicht gemacht werden darf in diesem Call. So, und das war dann schon ein bisschen ernüchternd an der Ecke. So gesehen ist es, glaube ich, zweierlei Dinge. Das erste ist, wir wissen alle nicht so genau, noch nicht so sind Suchende rund um das Thema Daten. Das eine und das andere ist, dass sozusagen dieses Share Economy vom Mindset her noch nicht so ausgeprägt ist und wir dementsprechend eher noch sozusagen aus unserem gelernten Verhalten, Stück weit gelernten Misstrauensverhalten und auch gespickt mit einem gewissen Thema Compliance auch noch sehr zurückhaltend sind. Und da meine ich jetzt alle, die damit am Tisch sitzen. Alle Beteiligten. Allen geht es doch gemeinsam darum, die Kundenschnittstelle zu besetzen. Das ist eigentlich das eigentliche Ziel, das die Dienstleister, Versicherer und die OEMs haben. Jetzt hier die Frage an die beiden Vertreter, im weitesten Sinne haft ich Sie da jetzt als OEM-Vertreter. Haben Sie, wenn so ein Schaden-Unfall-Prozess eintritt, dann wollen Sie ja das soll Ihr Prozess sein. Der Kunde soll ja ein Porsche-Erlebnis oder ein VW-Erlebnis haben. Warum haben Sie so eine Sorge davor, dass der Versicherer das Ihnen nicht bieten kann? Also grundsätzlich ist es ein glaube ich, auch ein großes Thema, was wir in Deutschland haben. Also ich weife ein bisschen ab. Aber ich beantworte gleich Ihre Frage. Das Problem, was wir haben in Deutschland, ist, dass wir die Kundenschnittstelle immer betrachten als singuläre Firma. Dabei ist es eigentlich das hohe Gut. Und unsere großen Freunde, die Googles dieser Welt oder auch die Amazons dieser Welt, die haben da schon ein bisschen weiter voraus. Die gründen dann mit Partnern zusammen eine eigene Versicherung, die gründen zusammen mit Partnern eine DHL-Lieferung und was weiß ich. Die sind da sehr viel weiter. Das müssen wir tun. Was ist die große Sorge dabei? Weil wir einfach die Angst haben, dass wir da vielleicht auch in eine Konkurrenz eintreten. Das ist so ein bisschen die Sorge, die wir haben. Jetzt bin ich eine Tochter der MAPs, dann kriege ich nicht als eine Porsche. Ich bin auch Berater. Und das ist genau so ein Feld, wo ich dann sage, ich müsste dann wirklich die Kundenschnittstelle mit Partnern optimal versorgen. Die Frage, die sich immer bei uns immer stellt, ist, wer hat die Ownerschaft? Und da streitet man oftmals in der Diskussion, weil die Versicherer, unser Mobility Manager oder unser Fabrikant, der möchte gerne die Ownerschaft haben. Das ist das, was uns immer wieder daran hindert. Und wenn man diese Hürde mal knacken könnte, glaube ich, da wären wir in Deutschland sehr viel weiter. Auch vom Sinn und im Nutzen aller. Aber das ist einfach die Antwort. Herr Tietje, wem gehört denn der Kunde? Ja, auf jeden Fall, der Kunde, dem gehören auf jeden Fall die Daten. Ne? Also der Kunde soll schon entscheiden können, wem gebe ich meine Daten und wem gebe ich sie nicht. Und das ist genau der Ansatz, den wir eigentlich auch verfolgen. Wir können, also der OE zieht ja heute Daten ab. Ich kann heute keinen Neuwagen mehr kaufen, ohne dass ich irgendwie im Kleingedruckten etwas unterschreibe, dass mir die Daten da irgendwo gespeichert werden, wo auch immer, in München oder keine Ahnung wo. Aber ich weiß gar nicht, was damit passiert. So, und ich weiß aber, dass im Hintergrund dort Geschäftsmodelle drauflaufen werden. Und davon weiß ich als Kunde eigentlich nichts. Und ich glaube, das Thema Datentransparenz ist da ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Und deswegen verfolgen wir auch den Ansatz dieser, ich sage es mal, digitale Steckerleiste, wo ich mich einklappen kann und sage, jetzt gibt es Daten, weil dann kriege ich auch Leistung dafür. Wenn ich mich wieder rausplacke, dann kriege ich halt nichts und der Kollege kriegt auch keine Daten mehr von mir. Also ich glaube, das muss eine sehr transparente, für den Verbraucher, für uns alle, eine sehr transparente Message sein. Was passiert mit meinen Daten, wenn ich den Hebel draufstelle? Dann tauschen die Daten aus, dann sind das Bewegungsdaten, dann sind das Fahrraddaten, dann sind das
Versicherungsdaten, dann sind das Tankdaten oder Leasingdaten, was auch immer. Dafür kassiere ich aber Mehrwerte. Und der Kunde ist immer bereit. Und das wissen wir heute, siehe Payback oder Deutschlandcard, welche Systeme es da auch immer gibt. Das ist ja nichts anderes. Ich gebe heute Datenpreis und Payback arbeitet mit diesen Daten und ich kriege irgendwie ein paar Punkte, weil ich bei Real oder wo auch immer einkaufe. Und nichts anderes ist das, was wir auch vorhaben. Fahre, weil wir fahren sowieso jedes Jahr im Schnitt 10.000, 12.000 Kilometer. Und wir geben jedes Jahr 5.000 Euro, jeder von uns 5.000 Euro für die individuelle Mobilität aus. Und wenn ich dann Partnerships habe, wo ich auch incentiviert werde, dann macht das Autofahren vielleicht sogar noch mehr Spaß und ich habe vielleicht die Möglichkeit, auch unter CO2 oder auch Verbrauchsgesichtspunkten und gerade im Versicherungscase auch unter Schadensgesichtspunkten, die ganzen Kosten weiter zu reduzieren. Weil wenn ich, und das haben wir festgestellt in unserem Test, sobald einer den Stecker drin hat und sieht, wie er fährt, fährt er anders. Das ist psychologisch. So, und wenn ich das Ganze noch verbinde mit einer Customer Journey, wo ich sehe, dass der Kunde da auch Spaß dran hat, dann, glaube ich, sind die Daten nachher irrelevant. Aber ich habe heute ein großes Problem, und das ist auch leider unser Problem im freien Markt, ich setze mal unsere Versicherung auch mit in den freien Markttopf, wir haben keine Lobby gegenüber den großen Playern im Markt, den OEs, weil wir einfach zu zerpflückt sind. Wir haben die Carusos, wir haben den ZTK, wir haben den GDV, wir haben den GVA, das sind alles Einzelveranstaltungen, aber wir treten nicht als geschlossene Einheit gegenüber den Herstellern aus. Und dieser Lobbyismus in Berlin, ich weiß, der GVA hat mal 200.000 Euro Budget gehabt in Berlin, da kann ich mit einem Politiker Kaffee trinken gehen. Da kommt ein VW um die Ecke und haut da mal 2-3 Millionen rein. Da ist eine ganz andere Möglichkeit der Einflussnahme zu den Regelwerken. Und da geht es nämlich auch genau um unser Geschäft, nämlich die Daten. Das führt mich zu zwei Fragen, aber die erste möchte ich richten. Wenn der Kunde seine Daten und nicht nur seine Schadendaten, die sie schon haben, sondern auch seine Fahrdaten, seine Verhaltensdaten, seine Bewegungsdaten, eine ganze Thematik hat, Ihnen alles freiwillig zur Verfügung stellen würde, was für Chancen hätte das für Sie im Schaden? Was würde es dem Kunden bringen? Ja, also natürlich, ich sage mal, für den Kunden bringt das immer was, wenn wir sehr schnell, ich sage mal, im Schaden auch helfen können. Ich glaube, Vito hat das Thema Werkstätten ja auch mal angesprochen, also auch das ganze Thema Werkstatt wird sich hier auch ändern und ich glaube auch so, das Thema Werkstattbindungstarif und ich sage mal, den Support, den wir liefern können, der wird sich maßgeblich ändern, weil einfach die Möglichkeiten, ich fahre heute mal mit meinem Fahrzeug in die Werkstatt und das Fahrzeug wird morgen repariert, das ist nicht mehr so. Ich sage mal, jeder, der hier im Premium-Fahrzeug fährt, der hat ja vielleicht selber die Erfahrung gemacht und fährt mal zu einem Anbieter hin und sagt dann mal, ich möchte Service haben oder ich möchte einfach mal in der Reihenfolge dann eben abgearbeitet werden und dann kriegt man heute relativ schnell die Antwort so nach dem Motto, ja, wende dich doch mal in 4 Wochen an uns und dann kriegst du hier mal einen Termin. Das heißt also, ich sag mal, dieses Produkt, was wir anbieten können und natürlich noch besser anbieten können, wenn wir Informationen von unseren Kunden haben, ist zukünftig noch mehr in den Service auch reinzugehen und noch mehr wirklich auch eine perfekte Dienstleistung hier auch zu verweilen. Und natürlich das Thema Schaden ist hier auch, desto schneller wir an dem Schaden dran sind, desto schneller können wir natürlich diesen Service an der Stelle hier auch mit erbringen. Ja, also Nutzen für den Kunden, auch Nutzen für die Versicherung und für den gesamten Prozess. Ja, natürlich, ich sage mal, für den kompletten Prozess, aber ich glaube, was wichtig ist, die Infrastruktur, mit der wir zu tun haben, die wird sich da auch massiv ändern. Also auch das Thema, wer kann heute auch was, wer kann heute auch mit dem Thema E-Mobilität oder E-Fahrzeuge auch umgehen. Und desto schneller wir hier dran sind, desto besser ist es auch perspektivisch natürlich für den Schadendurchschnitt. Wir haben das Thema E-Mobilität eben mal gehört. Da haben unsere skandinavischen Kollegen schon gewisse Erfahrungen auch damit. Was natürlich auch das Thema angeht, Ersatzteillieferung, aber natürlich auch, wenn Sie einen Schaden am Tesla haben und der Tesla auf einmal in Quarantäne verschwindet, bevor der überhaupt repariert wird, dann verlängert das natürlich entsprechend auch die Zeiten. Und das ist natürlich unser Wirken, hier entsprechend gegenzuarbeiten, damit überhaupt Versicherung noch bezahlbar ist. Ja, Herr Winter, wir haben gehört, im zweiten Teil von der Titel, dass diese Daten aber halt nicht an einer Stelle irgendwie zusammen sind. Das heißt, es muss irgendjemand geben, der diese Daten zusammenführt. Wer wird das sein? Es gibt zersplitterten Markt, heterogen, jeder hätte seine Daten, ein paar führen zusammen. Wer kann am deutschen Markt so ein Dienstleister sein, den vielleicht alle akzeptieren? Muss die Branche gemeinsam aktiv werden? Oder muss dann doch, wie Sie sagten, ist gerade einer der Großen ankommen und sagen, ich nehme das mal für euch in die Hand, da kommt der Ping an und sagt, ich gründe mal hier eine Datenplattform und ich bringe die Kunden dazu, in der Kooperation mit Google irgendwie mir alle Daten zur Verfügung stellen, wie auch immer. Sind es die OEMs? Sind es die Dienstleister? Ist es ein neutraler Dritter? Sind es die Versicherer? Oder werden doch noch alle vernünftigen Arbeiten zusammen, bevor die Bedrohung von außen kommt? Ich kann die Frage nicht beantworten, weil ich die Antwort nicht kenne. Was machen Sie denn?
Ich vermute nicht, dass wir alle friedlich zusammenarbeiten werden und Google plötzlich die Stirn bieten, sondern ich denke, es geht ja um diese Kundenschnittstelle. Jemand hat gesagt, wem gehört der Kunde? Also, wir haben alle eine Chance. Es gehört niemand, sondern derjenige, der am schnellsten, am bequemsten, mit am besten Service dort steht und sagt, jetzt bin ich da, jetzt habe ich eine Lösung für Sie. Also, und wir kämpfen zwar analog schon seit Jahren und wir werden vielleicht in Zukunft digital um diese Kunden kämpfen. Mein Bereich im Schaden, Unfallschaden, ich mag Schaden, weil es messy ist. Ne? Wir wissen nicht, wenn es passiert. Wir wissen nicht, was passiert ist. Wir wissen nicht, ob der Kunde das unbedingt melden möchte. Also das ist schon ein komplexer, heterogenes Prozess, der schwer ist, einfach komplett zu digitalisieren, komplett durch, wie zum Beispiel ein Taxi zu bestellen. Ich weiß, wo ich bin, ich weiß, wo ich will, hingehen will und ich weiß, wo der Taxi ist. Und dennoch, ich glaube, der Sieger, der Gewinner in dieser im Schadenbehebung, wird derjenige sein, der trotzdem ein ähnliches Konzept anbieten kann. So, ich habe jetzt einen Unfall, ich will Sicherheit. Eigentlich will ich sofort wissen, wann kümmert sich jemand um mich, wann wird mein Auto repariert, hat der Kapazität morgen, ich will ja verbindliche Termine, ich will das alles, so wie alle anderen Sachen, die ich täglich mache, will ich das auch haben. Deswegen wäre der Schaden, erfolgreiche Schadenmanager, sei es ein Versicherer oder ein Unabhängiger wie wir, nicht mehr arbeiten, wie wir heute das tun, so eine Art Taxizentrale. Sie melden sich und wir kümmern sich und finden den Taxi, der gerade frei ist. Es funktioniert, aber es ist ein bisschen langatmig. Sondern er muss diese Steuerung beherrschen, genau wie er es beherrscht. Wissen, wo habe ich heute Kapazität und wie kann ich das den Kunden sofort sichtbar machen. Ich glaube nicht, dass wir unbedingt beschleunigen müssen, weil ein Großteil der Schäden einfach die Fahrzeuge sind noch fahrbereit, aber wir müssen Sicherheit geben. Und wenn ich weiß, okay, ich kann genau planen die nächsten 7 Tage, weil ich weiß, was passiert, dann bin ich schon grundsätzlich zufrieden. Aber ja, wir haben ja gesehen, wie schnell die Dinge sich ändern. Wer letztendlich gewinnt, also wir haben alle hier, ja gut, mit Ausnahme VW, aber wir haben alle nicht die Investitionen und von dieser Datenfund mit Google oder Facebook zu kämpfen. Und die haben alle, sie haben gesagt, was geht ja mit Daten. Die erfolgreichen Plattformen jetzt haben alle unsere Informationen eingekauft mit kostenlosen Diensten. Ja, und